Ich wollte heute sowieso ein Video drehen, eigentlich ein anderes Video. Aber aus gegebenem Anlass werde ich euch jetzt erstmal sagen, was meinem Gesicht passiert ist. Ja. Der eigentliche Grund, warum ich ein Video machen wollte, ist, weil ich euch sagen wollte, dass ich nächsten Freitag, der 23. August, meine zweite Single releasen werde. Unsere Dernière. Es wird eine sehr wichtige Single werden, wahrscheinlich die wichtigste, die ich bisher hier rausgebracht habe, was nicht schwer ist bei zwei Singles. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein wichtiges Thema, was uns auf jeden Fall auch alle angeht. Der Song selbst wird wie gesagt um 0 Uhr 00 rauskommen, das heißt auf Spotify, Amazon, Apple Music, Deezer und überall, wo es online eben Musik gibt, werdet ihr den Song dann direkt streamen können. Und um 16 Uhr wird das Musikvideo dazu rauskommen und da nähern wir uns auch langsam schon diesem Thema hier an. Das Ganze ist nämlich, wie ihr euch denken könnt, beim Musikvideodreh passiert. Wir sind aus dramaturgischen Gründen für dieses Video nach Mallorca gereist. Wir haben eine kleine, coole Truppe zusammengestellt, bestehend aus Nico, dem Kameramann. Wir werden die Shots. Marius, mit dem ich dann zusammen die Regie gemacht habe, den kennen die meisten von euch wahrscheinlich durch seinen Kanal angeschrien. Julia, die im Video mit dabei war, und mir. Uns ging los. Wir hatten genau einen einzigen Drehtag, in dem wir alle Shots, die wir irgendwie machen mussten, reingeplant haben. Das heißt, es war ein Tag, wo wir an 5 verschiedenen Locations drehen mussten. Wir haben uns davor genau einen Plan gemacht, sind dann zu unserem ersten Drehort hin. Es lief soweit richtig geil. Das Wetter war Hammer. Die Energie und die Vibes waren richtig on point. Und irgendwie lief einfach alles vielleicht ein bisschen zu perfekt. Deswegen kam es, wie es kommen musste. Und der Unfall trat ein. Oh Mann, es ist echt so weird und so peinlich, dass ich es eigentlich echt ungern erzähle. Vor allem, weil ich diese Geschichte logischerweise jeder einzelnen Person, die ich die letzten 48 Stunden getroffen habe, erzählen musste. Deswegen, und um die ganze Sache ein bisschen lustiger zu machen, habe ich mir jetzt auch was überlegt. Und zwar werde ich euch jetzt erzählen, wie das Ganze passiert ist. Aber ich werde euch auch noch zwei andere Geschichten erzählen, wie das Ganze passiert ist, die nicht stimmen. Ich bin gespannt, ob ihr rausfindet, welche wahr ist. Also, Story 1. Die Klippen. Wie man das natürlich so macht, wenn man ein sommerliches Musikvideo in Mallorca drehen will. Wir hatten teilweise Shots, wo ich auf den Klippen draufstehe und einfach den Song performe. Dann allerdings hatten wir aber auch noch Shots, wo Julia und ich einfach auf den Klippen sitzen sollten, so ganz gediegen die Beine baumeln lassen sollen. Und damit diese Shots auch wirklich so entspannt aussehen, musste ich natürlich meine Schuhe ausziehen. Problem an der ganzen Sache, und wenn ihr schon mal in Mallorca wart, dann wisst ihr das, die Felsen dort sind ultra spitz. Es ist nicht so, dass die irgendwo manchmal so ein spitzes Steinstückchen haben, was rausguckt, sondern durchgehend, die gesamte Oberfläche von diesen Klippen ist einfach durchgehend so richtig spitzer Stein. Als würde man auf Reißzwecken rumlaufen. Das heißt, wir haben diese Shots gedreht, wo wir an den Klippen saßen. Julia war smart genug, ihre Schuhe direkt wieder anzuziehen, bevor sie aufsteht. Ich habe mir gedacht, diese Klippen können nicht so schlimm sein. Ich stehe auf, ich laufe 2 Schritte. Und mein Fuß ist einfach mal direkt so krass gestorben, dass ich einfach direkt wieder aufspringen musste. Mein ganzes Körpergewicht auf den anderen Fuß verlagern musste. Was natürlich genauso wenig geholfen hat. Und an dem Punkt habe ich mein ganzes Gleichgewicht dann eigentlich auch schon verloren und hatte dann so 0,5 Sekunden, um irgendwie zu entscheiden, was ich jetzt mache. Falle ich entweder komplett von den Klippen runter und breche mir mein Genick. Oder springe ich einfach komplett auf den nächstbesten Felsen und halte mich einfach irgendwie daran fest. Gesagt, getan. Der Felsen wurde angesprungen, das Gesicht wurde zermatscht. Aber das Positive an der ganzen Sache ist, ich lebe noch. Kein Genick gebrochen, kein zerteilter Simon, der irgendwo im Meer rumschwimmt. Alles soweit okay. Mitgefilmt wurde das Ganze natürlich nicht, weil die Kamera in den besten Momenten sowieso immer aus ist. Aber vielleicht ist es auch besser so. Story 2. Julia. Ein richtig elementarer Bestandteil des Videos ist Party. Deswegen haben wir natürlich auch Shots gemacht, wo wir richtig fett Party machen mit vielen Leuten, geiler Energie. Dann dachten wir uns so, für die richtigen Vibes, lass uns ein bisschen ins Meer reingehen, da wo das Wasser noch sehr flach ist, und lass da einfach so ein bisschen abfeiern. Der Song ging an, wir alle haben den Song gefühlt, und dann haben Marius und ich, wir beide haben so ein bisschen Regie bei dem Projekt gemacht, gesagt, okay, lass jetzt richtig Action machen. Alle sollen einfach nur komplett ausflippen. Und wenn man Julia sagt, sie soll komplett ausflippen und soll richtig Action machen, wird sie es auf jeden Fall auch machen. Aber ich will sie gar nicht blamen, ich will ihr gar nicht die Schuld in die Schuhe schieben. Aber die Situation war letztendlich folgende. Alle hart am Upraven. Ich mache gerade so einen Schritt nach vorne in die Kamera. Genau in dem Moment dachte Julia, dann ist ja cool aus, wenn sie von hinten so halber an mir hochspringt. Was an sich echt ein guter Plan ist, aber kombiniert mit meinem Plan, jetzt gerade einen Schritt nach vorne zu machen, war das Ganze nicht so gut. Ich habe mal wieder mein Gleichgewicht verloren, bin komplett nach vorne gepurzelt. Und wie gesagt, der Strand war sehr flach. Unter dem Wasser war dann spanischer Meeresgrund, gefüllt mit Steinen und jede Menge anderen harten Dingen, die mein Gesicht natürlich ganz herzlich willkommen geheißen haben. Naja, es ist wie es ist. Vielleicht kann man den Shot ja verwenden. Story 3. Die Mittagspause. Es ist ja wirklich schon wack genug, wenn sowas an einem Drehtag passiert, wo man mein Gesicht logischerweise filmen muss. Aber es kann ja schon passieren. Vor allem eben, wenn man solche risky Sachen macht, wie wir in einem Musikvideo, wie zum Beispiel auf diesen Klippen sein. Oder auch ein paar andere Shots, die wir mit dem Auto gemacht haben, aber die seht ihr dann. So ein bisschen ist man also schon darauf eingestellt, dass irgendwas passieren könnte. Aber was einfach nur der maximale Trigger ist, ist, wenn sowas in der Pause passiert. In der Pause, wo alle nur am Essen, Chillen und gar nichts tun sind. Wir hatten eine ultimativ erfolgreiche erste Hälfte vom Tag, waren so 2 Stunden voraus in unserem Zeitplan, was eigentlich nie passiert. Haben uns dann in so ein richtig wunderschönes Strandrestaurant gesetzt, direkt am Meer, mit Palmen, einem wunderschönen Springbrunnen. Ich habe mir so einen richtig, richtig schönen Salat gegönnt und die Situation hätte eigentlich echt gar nicht perfekter sein können. Neben dieser Strandbar war allerdings ein ganz langer Steg. Der ging richtig weit raus ins Meer und am Ende waren auch da wieder so kleine Felsen. Da haben wir auch einige Shots gedreht und genau das war vielleicht auch Teil des Problems. Nachdem wir alle aufgegessen hatten, haben Nico, der Kameramann, und ich beschlossen, hey, wenn wir jetzt schon einmal hier in Malle sind, dann können wir nicht den ganzen Tag nur dieses Musikvideo drehen, sondern wir müssen uns ein bisschen gönnen. Lass einfach einmal ins Meer und so ein bisschen Spaß haben. Wir sind los,
Wir sind raus auf diesen Steg, wir sind ganz ans Ende gegangen. Und so weit draußen, wie der war, dachte ich wirklich, dass das Wasser hier sehr tief sein müsste. Nico, maximal motiviert, wie er war, ist, obwohl er nicht mal Badesachen dabei hatte, mit seiner ganz normalen kurzen Jeanshose, losgeraced und einfach straight ins Wasser reingesprungen. Ich gucke ihn an, ich sehe nur das pure Glück in seinen Augen. Er sagt mir, es ist so geil, das Wasser ist so warm. Er planscht herum, es ist einfach wieder wunderschön. Ich frage ihn genau eine einzige Frage. Nico, wie tief ist das Wasser? Und er, 100% legitime Antwort, sagt mir, ich kann hier nicht stehen. Ich kann hier nicht stehen. Zur Info, Nico ist ungefähr so groß wie ich. So 1,80 Meter, 1,90 Meter wird es also auf jeden Fall tief sein. Leider, und ich muss leider sagen, obwohl leider in dem Fall eigentlich gar nicht passt, leider bin ich seit neuestem einfach sehr confident, was Köpfe angeht. Es ist nämlich noch gar nicht so lange her, dass ich zum allerersten Mal in meinem Leben vom 10-Meter-Brett springen musste. Und da habe ich mir gedacht, obwohl ich die Angst meines Lebens hatte, springe ich von diesem 10-Meter-Brett als allerersten Sprung ever mit einem Köpfer. Es hat da wirklich die größte Überwindung überhaupt gekostet, aber ich habe es getan und es hat sich so verdammt gut angefühlt, dass ich seit diesem Tag wirklich ununterbrochen nach Möglichkeiten gesucht habe, mal wieder einen Köpfer zu machen. Jetzt stand ich da, ganz weit draußen an diesem Steg. Vor mir das Meer von Mallorca, ein mit Glücksgefühlen überfüllter Kameramann Nico. Es gab gar keine Debatte in meinem Kopf, es gab gar nicht die Option, dass hierbei irgendwas passieren könnte. Es war wie ein Reflex, eine absolut logische Konsequenz. Einfach loszurennen, die Arme ganz weit aufzumachen, abzuspringen, einzutauchen und bam. Direkt mit meinem Gesicht in einen riesengroßen Stein zu rammen. Aber mit so einer Wucht, dass ich wirklich für einen Moment nicht wusste, ob mein Gesicht der Stein ist oder der Stein mein Gesicht. Und in der nächsten Millisekunde dachte ich einfach nur, nein. Nein. Nicht heute. Nicht jetzt. Nicht in diesem dummen Kontext. Nicht in der Pause. Nicht jetzt, wo wir noch so viele Shots vor uns haben. Die Sonnenuntergangsshots mit Close-ups von meinem Gesicht. Aber ja, da war es dann letztendlich schon vorbei. Ich bin auf dem Wasser wieder aufgetaucht. Nico hat das Ganze natürlich von oben gar nicht mitbekommen. Er guckt mich nur so an. Bruder, das war so ein Gesicht, das werde ich nie vergessen. Ich kann mich leider auch echt nicht mehr genau daran erinnern, was ich zu ihm gesagt habe. Aber es war irgendwie sowas wie, yep, da war ein Stein. Zurückgelaufen zum Restaurant, Marius angetroffen. Und Marius dachte einfach erstmal, dass das Ganze nur Farbe ist, die aus meinen Haaren in mein Gesicht gelaufen ist. Weil ich habe davor sogar noch gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich im Meer sein soll, damit sich die Farbe hier nicht rauswäscht. Und letztendlich hat er gedacht, dass die ganze Farbe einfach instant aus meinen Haaren in mein Gesicht gelaufen ist. Ich bin aber direkt an ihm vorbeigegangen, straight ins Klo. Er kam dann hinterher und erst da hat er realisiert, was wirklich abging. Ich habe versucht, mir das Ganze aus dem Gesicht zu waschen. Aber erst dann hat man gemerkt, wie krank die Ausmaße eigentlich sind. Dieser ganze Bereich hier war komplett am Siefen. Das ganze Ding hier war einfach komplett eine riesengroße rote Wunde. Und in dem Moment haben wir eigentlich realisiert, okay, dieses Musikvideo wird nicht so wie geplant. Zurück zum Tisch, wo wir davor saßen und da hat Julia mich dann das erste Mal gesehen. Sie musste einfach nur lachen, völlig zurecht. Und schlussendlich haben wir dann gesagt, okay, lass uns die Pause beenden. Diese Pause will uns nichts Gutes. Und am Ende des Tages haben wir dann halt einfach versucht, mich weitestgehend irgendwie von der Seite hier zu zeigen. Aber so ganz hinbekommen haben wir jetzt auch nicht, also mal schauen. Ich habe auch jetzt noch weitere Drehtage vor mir. Also an alle Make-up-Artisten da draußen, gebt mir gerne Tipps, wie wir das Ganze überschminkt bekommen, dass ich nicht aussehe wie ein Zombie in diesem Musikvideo. Und ihr, sehr verehrte Zuschauer, könnt euch jetzt gerne überlegen, welche Story von diesen drei wahr ist und welche nicht. Allerdings würde ich den Fokus für die nächsten Tage jetzt gerne auf den Song lenken, der am Freitag um 0 Uhr rauskommt. Schreibt daher einfach gerne mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was es mit der Derniere auf sich hat. Schreibt einfach mal, ob ihr das Wort jemals schon mal gehört habt und wenn nicht, was ihr glaubt, was es bedeuten könnte. Wofür die Derniere steht und warum unsere Derniere. Ich bin super gespannt, was ihr sagt. Ich werde auf jeden Fall einen Teaser auf Instagram veröffentlichen. Der wird genau mit diesem Video gleichzeitig hier online gehen. Das heißt, schaut jetzt auf Instagram vorbei. Da werde ich euch sowieso komplett auf dem Laufenden halten, wie es mit diesem Musikvideo aussieht, wie wir dieses gesamte Thema hier mit meinem Gesicht lösen. Und auch generell teile ich auf Instagram zurzeit echt alles mit euch. Wäre also schade, wenn ihr es verpasst. Vor allem, weil Stories auch wieder verschwinden. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich dort. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag und ich soll jetzt anscheinend erstmal eine Salbe suchen und damit dann irgendwie mein Gesicht abonnieren.